Letzte Verteidigung. Ich weiß nicht. Ich traue immer dem Gegner viel zu, aber wir haben Panzer und alles. Aber ich bezweifle immer, dass der Gegner gut spielt. Ja, fahren wir doch alle mit. Leck mich mit deiner Orders. Hier hast du nur Orders. Leute, könnten mal bitte nicht alle auf meinem Wagen stehen? Ich muss vor ihm wegfahren. Damit wir die anderen Punkte... Also das Spiel wird interessant. Nach 2 Minuten sehe ich schon ein. Wenn ich das hier nicht reiße, wird das hier ein ganz kurzes Gastspiel. Es hat niemand einen Punkt eingenommen. Es bahnt sich eine Sensation an. Ein neuer Rekord. Das habe ich noch nie geschafft. 3 Punkte einzunehmen. Ja. Wir fahren heute alle bei Hugo Roland mit. Hauptsache, wir fahren bei ihm mit. Ist doch scheißegal, ob wir das Spiel verlieren. Wichtig ist, dass wir alle bei ihm sind. Einfach nicht erschießen lassen. 4 gegen 1, 4 gegen 1. Sehr schön. Das ist neuer Rekord bei mir. Und das wird ein ganz, ganz bitteres Spiel jetzt. Roland alias die Feuerwehr. Wollt ihr jetzt alle bei mir mitfahren? Wird ja absteigen. Junge, das sind 2 A-Hörnchen und B-Hörnchen. Wahrscheinlich 2 Italiener, ne? Die passen sich immer der Seite an, wo sie gerade am Gewinn sind. Aber Hauptsache 3 Sniper hier bei mir drumrum. Es ist. Ja, also eine Scharfschützenleistung will ich jetzt hier sehen. Aber einer von dreien muss ja treffen. Ja, bitte aussteigen, Punkt einnehmen. Lack haben. Da besteht auch noch einer. Netter Versuch, ich bin gerade weg. Der war gut. Na, wen haben wir denn da in der Ecke? Na, wer steht denn da? Du wirst mir doch jetzt keinen Headshot verpassen. Oh. Das ist dumm gelaufen. Aber ich muss eh wieder auf die andere Line. Können ja nicht die ganze Zeit hier umherfahren. Schon nicht schlecht. 4 Eroberungen, 5-1. Muss man erstmal so hinbekommen. Das ist wieder so ein Spiel, wenn Roland hier jetzt nicht alles gibt, gewinnen wir das nicht. Platz. Das ist so lächerlich, ne? Wir haben alles. Panzer, leichte, schwere, mittlere, ne, Heavy, alles dabei. Wir haben alles. Na gut, schwere Panzer haben wir jetzt nicht, aber. Wir haben genug Panzer, um das Spiel hier zu gewinnen. Einen kleinen süßen Steward, der spazieren geht. Guck mal, ja, hier ist der Roland. Rate mal, in welchen Wagen wir gleich einsteigen. Ja, es wird sich schon hingesetzt. Oh! Wir spielen hier nicht Stage, wir spielen Krieg. Ja, fahren wir bei Hero Roland mit. Einsteigen, jetzt. Tatütata, die Feuerwehr ist da.
Das einzige Gute ist, der Panzer kommt gelegentlich mit. Tut mir leid. Ich habe natürlich, wer die Kante so geil erwischt, dass ich nicht dran lang rutsche. Einer oben. Gehst du nochmal zur Panzerfaust? Noch lädt danach. Volles Risiko, rinn in die Banane. Wo ist meine Backup? Leute! Zwei Leute im Punkt. Großer Gott, wir müssen ihn erschießen. Oh Scheiße, ist das knapp gewesen. Ich hab gehört, eine Herzattacke. Das war wieder dieser zweite Mann, der einfach mal drin sein muss im Punkt. Ja. Und die Feuerwehr fährt im Kreis lang. Obwohl, brauchen wir gar nicht. C ist gehalten worden, dann können wir nach A fahren. Wie alles wieder von einer zehntausendstel Sekunde abhängt. Der Wahnsinn. Weil da kann einer mal die Zeit nachher stoppen, wenn er die lustig ist und mal nachgucken, wie viel zehntausendstel Sekunden da jetzt gefehlt haben. Schieß ihn über den Haufen. Danke. Ich kann natürlich vorne erstmal den Punkt ein. Den Drecksack nicht. Jetzt haben wir das Spiel unter Kontrolle. Und zwar durch Lucky Punch. Weil was anderes ist es nicht. Mächtig viel Munition, aber den haben wir. Kopfschuss. Den haben wir auch. Den haben wir. Keine Ahnung von wo. Einen Schuss abgegeben. Perfekter Treffer, Junge. Ich bin geflogen wie sonst was. B-Seite. C-Seite sieht erstmal ganz gut aus. Können wir jetzt Unterstützung nach C2 fahren? Dagegen hat er die Fahrer. Sie sind, so schlecht sieht es nicht aus. Drei Angriffsseiten, damit kannst du eine ganze Menge anfangen. Wenn ich auf der anderen Seite spielen würde, wird die gewinnen. Bin ich überzeugt von. Grüß dich. Ah. Safe oder offensiv? Die verteidigen mehr. Safe. Ich vermute, die sind alle vorne. Also kommen die von hinten. Okay, doch nicht. Der Drecksack. Was, ich habe ihn links gehört. Diesmal nicht Kebab. Diesmal nicht. Einmal war schon Schande. Zum zweiten Mal wäre es peinlich. Verstärkung ist da. Mit zwei wird wieder genommen. Ja, ich krieg's ja deine Order. Ja. Order gegeben. Tut mir leid, dass ich immer nicht die Zeit habe, um hier Orders zu geben, weil dadurch verlieren wir immer das Spiel. Weil ich hier noch eine Zehntelsekunde, ich war gerade eben einmal abgelenkt. Kostet uns den Gesamtpunkt. Ja, gibt keine Orders. Pech.
dann Pech. Wenn ich Zeit habe, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Boah, jetzt muss ich schon wieder einen Verteidigungsbefehl geben. Ich muss hier ständig hin und her switchen. 1-3. Super. Gehen wir einfach an allen vorbei. Da, 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 da. Schießen wir den. Ne, dann nehme ich die andere Seite. Die andere Seite ist viel cooler. Nee. Mit einer 1903, ich bitte dich, Leute! Das wäre so peinlich gewesen, wenn ich das verloren hätte hier. Ein Glück sind die nicht halbwegs gut. Ja. Die müssen ja nicht mal eine gute Waffe haben. PPD reicht ja. Damit kannst du ein Spiel gewinnen. Schön gemacht, ich halte erstmal Position. Springen ist nicht. Wie sieht's hier aus? Kann ich hier kurz eine Munition nehmen? Danke. Mensch, wir kriegen ja C1. Das ist ja unglaublich. Wir kriegen mal was hin. Ja, nachdem wir fast verloren hätten, kommen wir jetzt langsam voran. Ja. Aber neuer Rekord. Ich habe es noch nie geschafft. In meinen 5.000, 6.000 Stunden, was ich hier habe. 3 Punkte, die ersten 3 Anfangspunkte zu nehmen. Das habe ich noch nie geschafft. Das ist absoluter Rekord, weil das unmöglich ist. Ne, die Punkte sind ja relativ gut miteinander verbunden, aber das heißt noch lange nicht, dass ich da jetzt einfach langfahre und die Dinge einnehme. Normalerweise sind die eigenen Leute ja schneller. War lucky. Habe ich voll auf Risiko gesetzt und gehofft, dass ich ihn kriege. Rückzug. Danke, dass du mich auf mich schießt. Reloaden. Schön den Stein mitnehmen. Ja, wunderbar. Ein Glück ist der Baum eine Illusion, als wäre sonst böse gewesen. Yo. Da kommt die Rasselbande. Kuckuck! Nein, nicht mein Wagen. Nicht mein Wagen. Natürlich, Bam Bazooka, One-Shot tot. Es ist einfach immer so lächerlich. Und das kostet uns jetzt wieder richtig viel. Das ist immer der Witz an der ganzen Sache. Ja, ich weiß nämlich nicht, von welcher Seite ich jetzt anfahren soll, bis ich nämlich wieder da bin. Hier geht ganz viel Zeit und Roland kann nicht alle 10 Mann da über den Haufen schießen, die da sind. Und schon ist das Spiel wieder komplett offen, weil wir gleich wieder den Punkt verlieren können. Ich meine, die Leute sind da. Feigling, wärst du mit dem Panzer drin sitzen geblieben, hätten wir es geschafft. Wo ist er hier mit seinen Orders? Jetzt kann er mal ankommen hier und seine Order erfüllen. Ich hab seinen Puck mal ohne mich aufgenommen bekommen. Ja, ist ja gut. Da, 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 da. Und die Feuerwehr ist wieder da. Da, 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 da. Eine Line geschlossen, das ist ja schön. Und es sind noch 15 Minuten Terror angesagt. Juhu. Rückwärtsgang eingelegt. Ja, mit Schwung rum. Da, 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 der Roland ist da. Kopf raus.
Und wieder wird's hinten ganz schön eng. Halb runter ist es. Wenn ich hier fall und noch ein zweiter, ist die Nummer durch. Ah, der kommt oben im Dach sitzen, ist mir egal. Seiten geschossen. Na, wen haben wir denn da gesehen im Fenster? Nein. Wenn ich Zeit habe, mein Freund, ich warte so lange, bis die Munition alle ist. Ich brauche keinen Skill, ich muss einfach nur warten, bis du hast. Oh Mann. Aber ich muss sagen, wir haben heute durch Premium gewonnen. Ja, das schneller Nachladen. Es ist nur ein geringer Vorteil, weil ich dadurch keine Punkte einnehmen kann. Im 1 gegen 1 Kampf ist das super. Keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ich bin schneller in der Beweglichkeit, kann schneller wieder nachladen, dadurch schneller wieder einsatzbereit. Bla 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 bla. Ging nicht. Und deswegen geht der Punkt heute an Premium. Weil ich bin der Meinung, dass mir das wenigstens 2 Sekunden verschafft hat und die haben uns gerettet. Mehr schlecht als recht. Na, warten wir wieder bei meinem Wagen. Okay, diesmal nicht. Die greifen von hier an. Ihr müsst einfach nur die Stellung halten. Ich habe hier so einen Verteidigungsbefehl gegeben. Du kannst da einfach nur sitzen bleiben und halten. Schön halten. Ich komme gleich wieder. Ich will noch gucken, ob es hier noch vorangeht oder nicht mehr. Schon ein kleiner Unterschied zwischen 10 Eroberungen und 25-4 und 5 Eroberungen und 25-4. Und schon können wir umdrehen. Ganz ruhig wagen, ganz cool stehen bleiben. Das ist der Panzerfahrer. Läuft hier immer noch spazieren. Kann das sein, jedes Mal, wenn ich A2 angreife, dass hinter mir A3 fällt? Ich erkenne da ein Muster. Nachladen. Das war jetzt ein bisschen zu. Da habe ich mir wieder zu sicher gewesen. Das heißt, normalerweise reicht das so, wenn ich den dann so zack. Weil die fliegen ja dann ungefähr alle in eine Richtung. Guten Tag, kommen Sie rein. Machen Sie die Tür zu. Sehen tust du nix. Für ein Fahrradklingel. Na, wer kommt denn da? Ist das der Eismann? Ich glaube nicht. Safe spielen. 2 gegen 1. Safe. Nimm noch erst den Punkt mit runter. Achso, hier ist die Schicht. Und Headshot. Ja, war klar. Ansonsten hätte der Gewehr auch keine Chance gehabt. Und schon ist Punkt wieder hinten verloren. Fünfmal gestorben und jeder ist so bitter. Das ist unfassbar, dass das immer so wichtig ist,
dass ich nicht sterbe. Ich muss ja keinen erschießen, sagt er, wenn ich da bin. So, jetzt ist mal wieder diese endlos lange Wand. Halt in Position. Ach komm! Alles so gut gemacht und vom eigenen Mann wieder abgelenkt. Ich hab vorher gewusst, dass er erst den erschießt, weil ich habe jetzt gedacht, der ist clever, aber der ist ja nicht clever, der ist ja dämlich. Ich habe gedacht, der geht außen rum, macht aber nicht. Also nochmal zurück, weil er weiß, dass ich da stehe. So blockiert, dass ich dann nicht mehr rankomme. Aha. Ey, weißt du, sie haben einen Panzer auf 10.000 Kilometer, der einfach nur hinten auf die eigenen Leute schießt. Die ganze Zeit nonstop. Ja, ich stehe oben drin, auf mich geschossen, auf mich geschossen, auf mich geschossen. Ja, der trifft da hinten nur die eigenen Leute. Ja, und wenn du mal denkst, jetzt wird er mal vielleicht mal schießen, ne. Ja, der lässt den Gegner sogar offen aufs freie Feld gehen, damit die auch locker, flockig den Punkt eingenommen kriegen. Ja? Punkt. Mag ja alles sein, ist alles ganz schön. 5 gegen 1, der Arme spielt glaube ich auch alleine hier mit seiner PPSA. So. Ja, das ist unglaublich. Zweimal gestorben und schon ist irgendwie alles verloren. Das ist immer wieder ein Erlebnis. Ich werde jetzt vom eigenen Panzer weggeholt, da schwöre ich drauf. Er holt mich weg, mein eigener Mann. Hör auf zu schießen. Diesmal nicht. Mal Lack haben heute. Keine Ahnung, ich sehe nicht. Ah, und natürlich Kopfschuss. Was denn sonst? Wenn dann Kopfschuss und wenn dann mindestens 3 gegen 1. Ja, es waren 3 gegen 1. Einer stand hinten, hat vor der Tür auf mich geschossen und 2 sind reingelaufen, Punkt. Das heißt, er hat Deckung von der Tür. Ich habe ja keine Deckung von der Tür. Mein Panzer schießt ja irgendwo hin, aber trifft keine Leute. Außer mich, wenn ich da jetzt wieder reinmarschiere. Richtig geil. Und zack, Headshot. Ne? Ein Schuss abgegeben, Headshot. Und wir verlieren das noch. Ich bin davon doch überzeugt, dass wir das jetzt hier verlieren. Weil ich der Einzige bin, der A angreift. Und es muss nur einer es schaffen, hinten O3 einzunehmen. Und dann war's das. Dann ist hier alles offen. Und das kriege ich alleine nicht verteidigt. A3 kriege ich alleine angegriffen und verteidigt. Alles andere nicht. Deswegen, ich muss jetzt hoffen, dass ich hier
immer den Punkt irgendwie neutral kriege. Ja. Zack. Das zweite Mal weggeholt. Und damit war's das, Leute. Ich muss jetzt nach hinten gehen, weil wir sonst verlieren. Ja. Ich habe jetzt dreimal da versagt, das ist zu viel. Damit verlieren wir. Noch 5 Minuten vorm Ende ist das Spiel verloren. Es ist immer zum Kotzen. Ah. Zack, Spiel verloren. Danke, das war's. Ja, es ist unglaublich. Ja, ich werde hier auf einmal abgefarmt ohne Ende und dadurch ist das Spiel dann verloren. Wenn ich hier einmal eine schlechte Phase habe, zack, kriege ich wieder nicht. Zack, wieder One-Shot tot. Keine Chance. Ich habe keine Chance mehr gegen die Leute. Die sind auf einmal dermaßen gut im Skill. Das ist der Wahnsinn, was die gerade drauf haben. Jetzt sind nochmal genug Leute hinten. Keine Ahnung, wo ist. Die haben gerade einen dermaßen Skill an Tag, das ist unfassbar. Ja? Vor 5 Minuten sah es immer noch so aus, als würde ich das hier locker runterspielen. Ja? Unfassbar. Eben hatte ich noch 5 zu 30, jetzt habe ich gerade mal eine 7-7 KD mit Mühe und Not. Kann ich alle haben. Danke. Mühe und Not. Gerade so. Mach mich jetzt hier unglaublich nervös. Ich muss jetzt hier unglaublich konzentriert spielen und ganz safe. Ja, den Wagen hätte ich nicht mehr nutzen können, oder? Gut, ich nehme alles zurück. Er fährt doch noch. Verstärkung rückt an. Dann habt ihr. Nein. Natürlich. Die PTRS ist so extrem überpowered. Das ist die beste Waffe der Welt. Ja? Der pflückt mich da raus aus dem Wagen. Kein Problem. Überleg mal, aus der Drehung, kurz angelegt, zack, One-Shot. Ja, das ist so eine überpowerte Waffe. Das ist, ehrlich. Aber wenn sie die nicht ganz dringend mal runterschrauben, dass sie nur noch 99% Schaden macht, machen die dich irgendwann mal alle. Was mich gerade interessiert, wo der ist die Mosin Nagant her. Wir müssen zurück. Ja, heute die Waffe zum einmal gesehen. Ein einziges Mal gesehen. Zack, direkt.
Direkt Volltreffer. Kann man mal sehen. 100% Trefferquote mit der Waffe. Ja, damit kannst du nicht daneben schießen. Beste Gebäudewaffe ever. Mit Mühe und Not gewonnen, aber wirklich nur mit ganz viel Glück. Sollen wir nicht mehr drauf schießen? Vollkommen egal. 14 Eroberungen. Ich weiß nicht, was der andere gemacht hat mit seinem 78,5, aber er war auf jeden Fall nicht auf dem Punkt. Das ist immer echt eigentlich traurig. Das ist, wenn das hier ein bisschen schlechter läuft, wir nur eine Zehntelsekunde langsamer sind, das ist der Wahnsinn, ne? Eben gerade, wenn die da einfach mal Glück haben und mich da 4-5 Mal über den Haufen schießen, kriegen die ruckzuck alle Punkte eingenommen. Ja, ich bin der Einzige, der die Punkte hält. Der Rest, ne? Also bei 5 Eroberungen, da kann man davon sprechen, dass die anderen gar nicht mitgespielt haben. Ja? Weil ich musste ja alleine schon die ersten 3 einnehmen. Da frage ich mich ernsthaft, was das soll. Also ganz ehrlich. Das ist nix. Ja, und ich habe diesmal mit schnellem Nachladen gespielt. Wie gesagt, dadurch haben wir gewonnen. Ne? Und nochmal so eine Frage. Was soll das? Was soll das? Hat einer Langeweile gehabt? Hm? Wie wär's mit Hiro Roland Penis? Das wäre auch noch was mir fehlt. Aber gut, von mir aus.